Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es wird jetzt zwei Unpacking-Videos von Tini Schnickschnack geben, denn bei ihr war letzte Woche Donnerstag Holland in Not sozusagen. Sie hat ganz, ganz viel Ware bekommen und dadurch war ich dann auch in Not, weil das alles Sachen waren, die ich unbedingt haben möchte. Dafür hatte ich jetzt auch schon vorher Bilder verkauft, die ich nicht mehr so toll finde. Ja, und jetzt ist das Ende vom Lied, dass ich hier zwei große Pakete habe und es wird diese Woche noch mehr eintrudeln. Also, ja, aber ich bin mittlerweile ein absoluter Teenie-Schnick-Schnack-Fan geworden und wir schauen jetzt schon mal in das erste Paket rein. Jetzt habe ich natürlich wieder vergessen, den Aufkleber abzumachen. Schneiden. Echt ein großer Karton. Davon sind gerade zwei angekommen. Wir machen jetzt aber erstmal diesen hier. Nehmen wir mal eben runter. Dann fange ich mal mit den größten an. Sie hatte nämlich wieder ihre Mappen da und ich hatte mir letztes Mal schon die 50x50 gesichert, weil ich echt viele Bilder in 50x50 habe und da habe ich halt festgestellt, dass die so richtig schön flach aufliegen und jetzt habe ich mir die in 30x40 mitbestellt und ja, da kann man dann halt seine Werke reintun. Wenn sie reinpassen, mache ich sie auch schon ungepainted rein. Aber das war mein Denkfehler bei der 50x50 Mappe. Dann dachte ich, ich könnte meine ganzen 50x50 Bilder von ihr, die ich noch nicht gepainted habe, da schön reintun. Aber das war dann natürlich nichts, weil ich nicht bedacht hatte, dass das ja die Bildgröße ist und nicht die Leinwandgröße. Ja, so war ich dann auch schlauer. Aber ja. Die 30x40 Mappe kann ich auf jeden Fall sehr gut nutzen. Und ich finde es halt schön, weil sie sehr schmal ist. Ich habe ja auch eine, ich weiß gar nicht, war das von Artdot, glaube ich. Die ist aber sehr, die ist so. Und da finde ich das so schon etwas besser, wenn das nicht ganz so viel Platz wegnimmt. Dann habe ich mir nochmal eine Tasse mitbestellt. Ich liebe diese Tassen, ja. Ich habe bei meiner ersten Tasse bloß leider zu spät gemerkt, dass sie nicht in die Spülmaschine dürfen. Daher hat meine Teenie-Assel-Tasse jetzt schon nicht mehr allzu viel Druck. Aber bei dieser weiß ich es ja jetzt, das ist die Tumi-Assel, die habe ich ja auch schon als Bild. Und ich finde die Tassen einfach toll, auch vom Griff her und auch von der Füllmenge. Die sind genau passend für meinen Cappuccino. Daher durfte diese noch mit. Dann scheint das hier ein Cover meiner zu sein. Wahrscheinlich der zu dem Bild. Ja, ich hatte mich gleich in dieses Bild verliebt, weil ich warte ja schon so lange auf die Flora. Die war ja damals sofort weg wegen diesem Internetzusammensturz. Und jetzt hat Tini Donnerstag ein weiteres Bild in der Art vorgestellt. Und zwar Blümi. Und ich fand die total süß. Und ja, zeige euch jetzt natürlich auch das passende Bild dazu. Ach, ich weiß gar nicht, wo ich die Sachen hier alle hinlegen soll. Dann ist natürlich auch wieder, die sammle ich mittlerweile, der obligatorische Squishy mit dabei. Den habe ich auch noch nicht. Den möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Und dann habe ich mir noch diese Steinchentulpe. Eine habe ich noch früher. Wo war die denn noch? Die hatte ich irgendwie mal bei irgendwas von Diamond in Deutschland dabei, meine ich. Und jetzt hat Tini die ja auch. Und jetzt wollte ich die noch für meinen zweiten Painting-Platz haben. Die sind ja sehr praktisch, weil man kann dann halt
mit seinem Stift das so abstreifen, den Abfall. Und diese klebt auch noch, weil die ich habe, die klebt leider gar nicht mehr. Das kriege ich sogar nicht wieder ab. So. Das ist auf jeden Fall die Steinchentulpe. Finde ich sehr, sehr schön. Ich hatte sie mir zwar mehr pink vorgestellt, es ist doch mehr rosa, aber ja, ich bin jetzt froh, dass ich sie habe. Und jetzt kommen wir noch zum Bild. Dann haben wir das erste Unpacking schon geschafft. Und zwar wisst ihr jetzt ja wahrscheinlich schon, welches Bild kommt. Ist das dieses gute Stück. Auch wieder ein 50x50 und ich bin echt auf die Farben gespannt. Oh, das sieht schon jetzt toll aus. Ich glaube, das ist sogar viel in Lila gehalten. Sieht es mir fast so aus. Ich hatte dieses Bild vorher nämlich auch noch gar nicht bei ihr mal gesehen. Und ich hatte eigentlich mit der Teenie-Assel gerechnet, dass das jetzt endlich kommt. Aber mit diesem hatte ich gar nicht, also das hatte ich vorher auch noch nie gesehen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Oh, das ist schön. Das ist wirklich schön. Ist das nicht cool? Ich gucke mal eben gerade diesen Hintergrund. Ja, das scheint alles in lila-blau-Tönen der Hintergrund zu sein. Ist das nicht cool? 60 Farben und 2 AB-Farben, wenn ich das jetzt so richtig sehe. Wie gesagt, 50x50. Oh, das ist echt toll, oder? Das ist echt toll. Es ist wieder eine Zusammenarbeit mit Sandrietta. Da hat sie im Moment sowieso einige Bilder mit Sandrietta. Ist das süß. Und 60 Farben ist ja auch schon echt nicht schlecht. Das ist echt toll. Wie findet ihr das Bild denn? Und dann schauen wir uns mal die Steine an. Wir gucken erstmal nach der Klebekraft. Die ist gut. Legt sich auch direkt schön flach hin, ne? Im Moment ist Teenies Lieblingsgröße, glaube ich, 50x50. Die letzten Bilder waren alle 50x50. Hier sind sogar noch Spezialsteine bei. Genau, das war ja mit Metallic-Steinen. Also 2 AB-Farben und anscheinend 3 Metallic-Steinen. Das hier ist die AB-Farbe, das auch. Das hier sind die Metallic-Steine. Ist das nicht cool? Boah. Geil. Das ist doch echt cool. Schauen wir mal. Ui, das ist ganz schön was. 550, 3 Typen. Echt cool. Ich mache ja jetzt gerade Lama Lilly. Da bin ich jetzt bei der Hälfte. Das ist aber echt im Moment ein Verderben für mich, dass Tini jetzt so viele tolle Sachen hat. Früher, also vor ein paar Monaten noch, da war ich froh, wenn da mal irgendwann mal ein Bild bei war, was mir gefällt. Und jetzt ist das irgendwie total mein Geschmack geworden. Welches Bild ich ja auch total liebe, was hier fertig hängt, ist ja der Otter im Cocktailglas. Der ist jetzt ja auch wieder mitgekommen. Der ist also auch wieder verfügbar. Und das ist ein absolut geiles Bild. Da sind ja sogar Neonfarben mit bei. Also richtig toll. Vielleicht mache ich mal ein Video mit meinen sämtlichen Stash von Teenie Schnickschnack. Mittlerweile kann er sich schon fast sehen lassen. Im Moment bin ich Diamond Art Club irgendwie ganz von ab und habe auch schon einige Diamond Art Club verkauft, damit ich Geld für diese Bilder habe.
Dies sind auf jeden Fall normale Steine. Die Flora gibt es ja nur mit eckigen Steinen. Ach, mit Strassstein. Und ich zeige euch mal ein Bild von der Flora. Die war nämlich heute endlich wieder verfügbar. Und die musste ich mir dann heute Morgen natürlich auch gleich schon wieder bestellen. Das ist Flora. Ist jetzt natürlich ein bisschen schade, dass eins Strass ist. Oh, guckt mal, seht ihr das? So im Licht. Ist natürlich ein bisschen blöd, dass Flora Strass ist und sie jetzt im normalen Stein. Aber ja, auf jeden Fall beide zum Niederknien schön. Ja, das war jetzt mein erstes Unpacking. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über Daumen nach oben freuen und natürlich über eure Kommentare. Und ja, dann schreibt mir auch gerne, wenn ihr Teenie Schnickschnack auch gerne mögt. Eine ganze Zeit lang war es ja nicht meins. Und so diesen Schnickschnack, so wie Anhänger und sowas, bestelle ich auch eher selten. Aber die Bilder finde ich wirklich richtig klasse. Es sind lizenzierte Bilder. Es ist eine Mega-Qualität und ein toller Support. Man weiß immer bei ihr, was gerade ansteht. Das finde ich ganz toll, gerade bei Instagram auch. Und ja, es macht einfach Spaß. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Video wieder rein. Und wenn ich mal meinen Stash zeigen soll, sei es Teenie Schnickschnack oder Action oder einen anderen Lieferanten, dann gebt mir gerne Bescheid. Also mittlerweile sind meine vier Lieblingslieferanten eigentlich Teenie Schnickschnack als erstes, Diamond Art Club, Karat Art und die Hobby-Ecke. Die Hobby-Ecke habe ich erst zwei, drei Bilder gekauft, aber fand ich bisher auch gut, was ich da gepaintet habe. Ja, das war's von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich würde sagen, bis später im nächsten Unpacking. Bis dahin, tschüss.